Ein Willy-Wanker-Clickbait-Fluch? Man nutzt ihre Pornonaivität, um ihre Schulter zu verfluchen. Und schon melkt man sie wie eine Cash-Cow. Heutzutage sind selbst Flüche digital. Es gibt sogar einen Mailer-Game. Dummes Gewäsch, sowas wäre heutzutage technisch gar nicht umsetzbar. Sie dürfen sich jetzt keinesfalls bewegen. Ich werde den Fluch beseitigen. Unterlassen Sie das bitte. Sie klicken mit rechts, stimmt's? Diese Schwert ist steifer als Pressholz. Haben Sie einen Schnitt in der Gurke? Dafür zahle ich doch nicht. Eine von Reagans Martialmassagen, bei der er entspannungsbedingte Verspannungen löst. Insbesondere bei Willy Wanker Clickbait-Flüchen. Ich würde sagen, Ihr Fluch hat sich verflüchtigt. Na, sind Ihre Schultern noch steif? Tut mir leid, dass ich an Ihnen gezweifelt habe. Ich muss sagen, ich fühle mich wie neu geboren. Kann ich, wenn Not am Mann ist, wiederkommen? Ja, aber selbstverständlich. Keine Angst, ich kläre das für Sie. Ich werde den Mattgeist exorzieren. Und ihn in die Dunkelkammer zurückverfrachten. Ich denke, Sie können in 2 Stunden wiederkommen. Ah! Ex Machina Grafikaustreiber! Eine von Reagans Spezialattacken, bei der er mit einer Software Fotos bearbeitet. Zaka! Um sie möglichst natürlich aussehen zu lassen. So ein Mist! Ich hab seine Augenbraue exorziert! In dem Augenblick, als du dich mit Arataka Reagan anlegen wolltest, war dein trauriges Schicksal besiegelt. Zeit für eine Austreibung! Hügelpunch! Eine von Reagans Spezialattacken, bei der er mit einer Faust voll Tafelsalz zuschlägt. Ah! Jetzt, das hat ja überhaupt nicht wehgetan. Echt nicht? Das hier ist reines Himalaya-Salz. Dieses Salz macht aus allem eine Mahlzeit und es hilft beim Exorzismus. Sie haben Schmerzen in den Schultern, stimmt's? Ja. Mein Schamane hat zu mir gesagt, dass die Welt zu sehr auf ihnen lastet. Dafür hat sie auch noch bezahlt? Diese Bauernfänger sind am schlimmsten. Ich kläre das für sie. Oh, was machen Sie da? Geister haben eine natürliche Abneigung gegen Salz. Die Himalaya-Brise weicht die Übeltäter auf. Und je mehr man kratzt und flüstert, desto besser. Ein kribbelnder Schauer im Nacken ist ein gutes Zeichen. Dann sucht der Geist verzweifelt nach einem Notausgang. Stufe 2. Eine sanfte Akupressur mit dem Salzklumpen. Wir wollen, dass die Poren sich weit öffnen, damit der Geist durchpasst. Oh. Oh. Durch das heiße Handtuch auf ihrem Gesicht ist der Geist blind. Er sieht nicht, woher die Gefahr kommt und wird panisch. Und nicht vergessen, gut entspannt ist halb gebannt. Die Räucherstäbchen sollten ihm den Rest geben. Oh ja, das tun sie. Und mir gleich mit. Aroma Exzess Express. Eine von Reagans Martialmassagen, mit der er in einem Zug lästige Geister vertreibt und das Körper-Seele-Problem löst. Ach, vielen Dank, jetzt fühle ich mich 1000 Jahre jünger. Hab ich doch gern gemacht. Zum Glück war diesmal kein echter Geist im Spiel. Ich brauche absolute Ruhe. Ich beginne jetzt mit der Seance. Hey Dad, bist du es? Weißt du, wer ich bin? Oh, oh, mein Hitoshi. Ich hätte niemals gedacht, dass ich deine Hamsterbäckchen noch mal wiedersehen würde, mein Junge. Ach, Pa, das haut mich um. Seit wann kannst du so gut Japanisch? Okay, ich lock mich mal kurz aus. Hä? Ich bitte um Verzeihung, der Empfang heute schreit zum Himmel. War Ihnen das genug? Auf keinen Fall! Sie rufen ihn auf der Stelle wieder schon an! Schon gut, setzen Sie sich. Eine vernünftige Seance funktioniert nur bei Totenstille. Ach ja, nur rein Interesse halber. Woher kommt Ihr Vater eigentlich? Er ist Amerikaner aus Nahant in New Jersey. Gott sei es gedankt, gibt es den Sprachumwandler. Hä? Es ist eine sakrilegäre, stoßgebetsmühlenartige Spacebook-Sprachumwandlungstechnologie auf der Basis reinster Überzeugung. Fantastisch! Doch das können Sie, Sie sparen. Ich spreche amerikanisch. Also dann. Hey, yo, Sonny Boy. What geht so ab, mein Junge? Ist doch japanisch. Na egal. Hey, Dad, erinnerst du dich an mich? Früher haben wir immer Körbe geworfen, weißt du noch? Erinnerst du dich an die eine Show? Da gab's so einen Move, den wir immer gemacht haben. Zeig ihn mir noch einmal, das wäre klasse. Dad? Was war das denn eben? Das war der Cheeseburger Tornado von Michael, dem Kung Fast Food Krieger aus Junk Food Fighter Michael. Die Show war damals echt Joe, Bro. Wie bitte?
Come on, lassen wir die Smalltalk. Sag mir lieber, warum du mich noch so spät anrufst. Tja, Dad. Wenn die Weichspülernummer nicht zieht, sag ich's in deiner Sprache. Du alter, verbohrter Sesselfurzer, spuck das Passwort für den Safe aus. Ich weiß, dass du dort ein Vermögen gebunkert hast. Oh, lass mich überlegen. Ich tippe mal, es war mein Geburtsdatum. Geburtsdatum für den Arsch, es sind 13 verfluchte Buchstaben. Rück mein Erbe raus, du alter Knauser, ich will Scheine sehen. Ach so, du meinst die 13 Buchstaben. Okay, präg sie dir gut ein. Das Wort lautet, such dir einen Job. Eine von Reagans Spezialattacken, bei der er wie ein Grillwender blitzartig hervorschnellt und gegnerische Gesichtsbürger mit frischer Faust belegt. Ach, nicht schon wieder! Der Kerl hat sein Bewusstsein verloren!